Wir sehen jetzt im vorliegenden Fall ein 7-jähriges Mädchen, das aufgrund unzureichender Kooperation in Intubationsnarkose behandelt werden musste. Wir beginnen nach Einleitung der Intubationsnarkose zuerst mit einer Zahnreinigung. Diese wird mit einem Gummikelch und einer Polierpaste durchgeführt. Nach der Reinigung wird eine Infiltrationsanästhesie durchgeführt. Dies dient dazu, die Schmerzfreiheit auch nach der Narkose zu gewährleisten. Es werden Kofferdammklammern angelegt und auch selbstverständlich ein Kofferdamm. Aufgrund der nasalen Intubation im vorliegenden Fall können wir den Kofferdamm auf beiden Seiten gleich anlegen. Dies führt selbstverständlich zu einer Zeitersparnis. In diesem Fall konzentrieren wir uns nur auf einen einzigen Quadranten, nämlich den ersten Quadranten. Selbstverständlich werden in einer Intubationsnarkose alle Quadranten behandelt. Der Befund zeigt mehrere kariöse Milchzähne und auch Karies bereits an den bleibenden 6-Jahres-Molaren. Im Einzelnen sehen wir jetzt die Versorgung des Zahnes 5-5 oklusal mesial und des Zahnes 5-4 oklusal distal. Beim Zahn 1-6 wurde eine erweiterte Fissurenversiegelung durchgeführt. Um eine bessere Übersicht zu erhalten, werden alle Zähne gelocht und der Kofferdamm wird dann anschließend über die Klammer drüber gezogen und dann werden alle Zähne einzeln freigelegt. Am Zahn 5-5 ist die Karies klinisch sichtbar, am Zahn 5-4 ist sie nur röntgenologisch sichtbar. Der Zahn 1-6 benötigt eine erweiterte Fissurenversiegelung. Die Präparation erfolgt mit einem birnenförmigen Diamanten mittlerer Körnung. Die Kavitätenränder werden danach mit einem feinkörnigen Diamanten angeschrägt. Die Karies-Exkavation erfolgt mit einem großen Bohrer. In der Regel schreitet die Karies bei Milchzähnen schneller fort als bei bleibenden Zähnen. Darüber hinaus muss man auch beachten, dass die Pulpa eine größere Ausdehnung hat, weshalb es wichtig ist, sehr vorsichtig bei der Karies-Exkavation vorzugehen. Bei dem Zahn 5-4 ist die Kavität subgingival, weshalb wir nochmals eine intraligamentäre Anästhesie durchführen, um eine Blutung in die Kavität zu verhindern. Nach der Präparation werden die Matrizen angelegt. Wir bevorzugen die Toffelmeyer-Matrizen, weil sie den Zahn körperlich fassen und man somit die Füllung besonders gut und passend einbringen kann. Im Fall des Zahnes 5-5 haben wir eine selbst zugeschnittene Teilmatrize verwendet, die wir mit einem Holzkeil befestigt haben. Selbstverständlich können auch Kunststoffkeile verwendet werden. Es ist sinnvoll,
Eine Phosphorsäure zu verwenden, die eine gelartige Konsistenz aufweist. Damit kann dann das Ätzgel mit einer dünnen Kanüle ganz gezielt aufgebracht werden. Gerade bei Milchzähnen ist die selektive Schmelzätzung besonders wichtig. Der Schmelz sollte hier geätzt werden und das Dentin sollte entweder gar nicht geätzt werden oder nur kurzzeitig, höchstens 10 Sekunden. In der Regel wird die Schmelzätzung für 30 Sekunden durchgeführt. Anschließend wird das Ätzgel mit Wasser abgespült und die Kavitäten werden getrocknet. Wir verwenden bei Milchzähnen gerne ein Universaladhesiv. Das hat den Grund, weil es eine Zeitersparnis bringt und weil es auch in der Anwendung sehr sicher und zuverlässig ist. Um das Universaladhesiv einzubringen, verwenden wir einen kleinen Pinsel mit mehreren Puscheln. Das gewährleistet, dass wir auch gerade kleine Kavitäten besonders gut erreichen. Das Adhesiv wird verblasen und anschließend für 10 Sekunden lichtgehärtet. Da der Zahn 1,6 bereits eine kleinere kariöse Läsion aufwies, wurde im Zuge der Behandlung eine erweiterte Fissurenversiegelung durchgeführt. Die erweiterte Fissurenversiegelung wird mit einem Floibel Composite durchgeführt. Wir verwenden hier gern die Farbe Extra White, also die hellste Farbe, um zu einem späteren Zeitpunkt Kontrollen zu erleichtern. Kleinere Parafissuren werden mit einem Fissurenversiegler behandelt, da dieser noch dünnfließender ist als übliche Flowables. Hilfreich ist ein Fissurenversiegler, der sich von der natürlichen Zahnfarbe abhebt, wie in diesem Fall rosa. Bei der Lichthärtung schlägt dann die rosa Farbe nach weiß um. Balkfillmaterialien sind für die Versorgung von Milchzähnen perfekt, weil sie ein zeitsparendes Arbeiten ohne Schichten ermöglichen. Persönlich bevorzuge ich eine Kombination aus Stopfer, Kugel und kleinem Spatel, auch Tantalin genannt. Der Vorteil dieses Instrumentes ist, dass ich dann keine weiteren Instrumente zur Modulation benötige. Die Versorgung beider Zähne kann gleichzeitig erfolgen. Es sind keine Zwischenschritte wie Lichthärtung notwendig. Die gleichzeitige Polymerisation der gelegten Füllungen mit zwei Lichtgeräten bringt eine zusätzliche Zeitersparnis. Bei Bedarf können auch hier die Parafissuren mit einem Fissurenversiegler abgedeckt werden. Nach Entfernung der Matrizen erfolgt die Ausarbeitung mit feinen Diamanten und anschließend die Politur mit Polierrädern.
Am Schluss werden die Ränder mit einer feinen Sonde kontrolliert. Dieser Fall zeigt eine unserer Behandlungsmethoden, die Verwendung eines Universaladhesivs in Kombination mit einem Bulkfüllmaterial verkürzt die Behandlungsdauer und die Narkosezeit.